Hey Leute, es ist ein Mädchen. Yeah! Yeah! Gratuliere! Weißt du schon, wer der Vater ist? Halt die Klappe. Was zum Vorlesen? Los geht's. 3, 2, 1. Ich bin Dr. David Jordan. Unser Auftrag ist es, eine Forschungskapsel vom Mars abzufangen. Eine Dusche reparieren in 16 Schritten? Ich bin Astronaut, kein Hausmeister. Das ist die erste Kapsel, die je von diesem Planeten zurückkehrt. Wir haben visuellen Kontakt. Ich sehe sie. Das könnte die Wissenschaft um Lichtjahre voranbringen. Komm. Woo! Stell das auf Instagram! Wir haben hier den ersten Beweis für Leben außerhalb der Erde. Weniger Sauerstoff, mehr Kohlendioxid. Es ist wunderschön. Endlich bist du Vater geworden. Das gibt sicher mächtig Streit um Sorgerecht. Bringt ihr den Marsianer zurück auf die Erde? Nein, wir untersuchen ihn hier oben, wo es sicher ist. Sieh nur, wie schnell es wächst. Jede einzelne Zelle ist eine Muskel- und eine Nervenzelle. Alles Muskeln und Gehirn. Wie intelligent ist das Ding? Was ist da los? Ich geh rein. Nein, du gehst da nicht rein. Nein, du gehst da nicht rein. Was müssen wir doch tun? Da ist ein Mann drin. Mach die Tür auf! Diese Wesen haben vor Millionen Jahren den Mars ausgelöscht. Wenn wir sie auf die Erde lassen, riskieren wir das gesamte menschliche Leben. Töten wir das Ding. Gute Nacht, Mond. Gute Nacht, Raum. Gute Nacht, Kuh, die über den Mond springt. Gute Nacht, Licht und roter Ballon. Was ist der Urinstinkt jeder Lebensform? Überleben. Gute Nacht, Sterne. Wir haben den Kontakt verloren. Gute Nacht, Luft. In 39 Minuten sind wir in der Atmosphäre. Wir überleben den Wiedereintritt nicht. Aber das Ding könnte. Gute Nacht, Geräusche überall. Ja.